Freunde, wir stecken den Klemmen, doch zum Glück gibt es Brettspiele. Herzlich willkommen. Servus Maria. Hi Markus. Heute schauen wir uns ein kleines liebes Spielchen an, ein Engine Builder. Was haben wir da? Furnace. Für 2 bis 4 Spieler ab 12 Jahren und dauert 30 bis 60 Minuten. Was machen wir da? Wir sind Industrielle, die einfach Fabriken kaufen möchten und Ketten bilden möchten aus diesen Fabriken und deren Fähigkeiten und was sie produzieren. Genau, also das gibt es 2 große Parts in dem Spiel. Der erste Part ist ein Beat-Mechanismus, der durchaus interessant ist. Die Karten, die man dann ersteigert hat oder Ressourcen, die man bekommen hat, nutzt man dann, um diese Karten in seinem eigenen Tableau auszulösen, um dort verschiedene Kettenreaktionen auszulösen, seine Engine ins Laufen zu bringen, um ultimativ natürlich dann auch Punkte zu generieren. Wie das alles funktioniert, wie das Ganze aussieht, schauen wir uns jetzt gleich mal an, oder? Jo, bitte. Ja, gut. Bis gleich. Bis gleich. Ich erkläre euch das Spiel Furnace. In Furnace haben wir 2 Aktionen. Zwar, als erste kommt eine Auktion zustande und als zweite kommt eine Produktionsphase. In der Auktionsphase haben wir solche Jetons, also solche Dinge, ja, und die muss man der Reihe nach auf eine Karte, die in dieser Reihe steht, hinstellen. Ja. Zum Beispiel ist der das heißt Startspieler, dann sagt er, okay, ich lege meine 4er daher, ja, dann kommt der nächste, ich sage, okay, ich lege meine 3er daher und so weiter und so fort, bis man alle diese Dinge abgegeben hat. Was muss man dabei beachten? Beachten muss man dabei, dass zum Beispiel, wenn da schon eine 4er liegt, darf ich nicht noch eine 4er drauflegen. Ich muss eine andere Zahl drauflegen. Wenn ich schon irgendwo bin, darf ich nicht nochmal hingehen. Also das wäre zum Beispiel auch verboten. Das wäre verboten. Und dann könnte ich zum Beispiel daher gehen. Ja? Also bis man alles abgegeben hat. Was passiert dann? Sagen wir mal, das ist so. Ja? Dann gehen wir der Reihe nach, also wirklich wie die Karten stehen. Das bekommt keiner, weil keiner drauf aktioniert hat. Das bekomme ich, diese Karte. Das heißt, weil ich nur die Einzige bin mit einer 4er drauf, das bekomme ich. Da passiert sonst gar nichts, sonst ich bekomme es. Das da würde der weiße Spieler bekommen. Ja? Was aber da ist, es ist ein Schwarzer mit einem 3er drauf. Dann kommt es zum Kompensation. Kompensation heißt, ja, was da steht, das bekommt er dann 3-mal. Ja? Also er bekommt zum Beispiel in diesem Fall 3 solche, die legt er dann bei sich ab. Was dann passiert, das kommt dann zurück zu den Spielern und die Karte kommt dann zum derjenigen. Derjenige kriegt aber keine Kompensation, weil er kriegt ja die Karte. Das ist genug. Da genau das Gleiche. Ja? Der rote Spieler bekommt die Karte und der schwarze Spieler mit einem 2er darf 2-mal das da machen. Ja? Also wenn er schon sowas hat, ja, darf er das umwandeln in 3 von dem da. Ja? Wenn er das nicht hat oder nicht machen möchte, darf er das auch. Das ist nicht verboten. Und dann kriegt der rote Spieler wieder die Karte und das, da ist natürlich nur der eine, dann kriegt er die Karte und so weiter so fort, bis man alle Karten gemacht hat. Ja? Wenn das dann passiert ist, kommt es zum Produktionsphase. Ja? Und die Produktionsphase sieht einfach so aus, dass ich schaue, was für Karten ich schon da bei mir habe. Wenn ich, also in dem normalen Fall, ja, wenn, ist es wurscht, wie man das hingelegt hat. Ja, ich schaue, was ich zuerst machen möchte. Ja. Es gibt verschiedene Arten von Sachen. Ja. Das da mussten wir machen. Also wenn da nur so ein Symbol ist, ja, dann muss man das machen. Das bekommt man einfach und fertig. Und das darunter kommt es darauf an, ob das so ist oder halt so. Ja. Also das ist ausgegraut, ja. Das da kann man machen, ja, muss man aber nicht. Ja. Man kann das auch nur einmal machen, obwohl das 2-mal steht, aber man darf das nicht 3-mal machen. Ich glaube, das ist logisch. Ja. Also ich kann da zum Beispiel 2 von der Kohle 2-mal umwandeln in einen Fass. Ja. Also wenn ich 2 Kohle habe, kriege ich einen Fass. Wenn ich 4 Kohle habe, kriege ich 2 Fässer. Logisch. Also die Symbole da sind gar nicht so schlimm. Was heißt das Ausgegraute? Ich kann nämlich die Karte upgraden. Ja? Upgraden steht da auf dieser Startkarte, die jeder bekommt. Ja? Die Startkarte gibt mir meine Startressourcen an. Ja? Das ist bei mir ein bisschen anders. Ja? Und dann kriege ich so ein Token.
Ja, bei jeder Startkarte, dann muss ich irgendwelche, ich darf irgendwelche Ressourcen ausgeben, um das zu machen. Ja, das ist Geld. Geld sind immer Punkte. Und darunter bei den Startkarten gibt es etwas an, wo ich dann eine Karte umdrehen kann. Eine Karte umdrehen heißt, ja, ich drehe sie, ich tue sie einfach upgraden, dann hat sie genau das Ausgegraute, wird dann normal und ich kann das dann verwenden in nächster Runde. Oder in dieser Runde, falls ich die Karte aber noch nicht verwendet habe. Also am besten ist es, es so umzudrehen, wenn man die Karte schon verwendet hat. Man darf sie natürlich immer noch upgraden, aber man hat sie schon verwendet. Ja, ganz einfach. Und dann macht man die Kette durch, ja, und dann sammelt man Sachen, tauscht Sachen, bekommt Geld, dann ist die Runde vorbei. Dann kommt es durch dieses Schlaues da, kommt es zur zweiten Runde, der Startspieler geht weiter und wir spielen wieder. Dann kommen Karten wieder und. Und dann, am Ende des Spiels, derjenige, der meisten Geld hat, hat das Spiel gewonnen. Ganz einfach. Was ich euch aber noch erklären möchte, da sind auch solche Figuren, die man dann hat, also Charaktere. Ja. Die Charaktere haben verschiedene Fähigkeiten. Ja. Der zum Beispiel, ich habe so einen zusätzlichen Disk, den ich dann am Ende verwenden darf. Ja. Muss ich aber aufpassen, ich darf ihn wieder nicht einsetzen, als ob das ein anderes Spieler wäre, sondern das ist dann meins. Ja. Also ich muss dann wieder diese Legeregeln beachten. Der zum Beispiel, ja, der ist auch lustig. Immer wenn man Kompensierung bekommt, ist es, als ob mein Disk eins mehr wäre. Also wenn ich einen Zweier einsetze, wäre es, als ob es ein Dreier wäre. Natürlich aber nur bei der Kompensation. Das heißt, ich dürfte dann zweimal das machen. Ja, und so weiter und so fort. Also die Charaktere sind schon sehr, sehr lustig. Sie haben alle verschiedene Fähigkeiten. Was ich noch erklären möchte, es gibt auch zusätzliche Regeln, die man dann machen könnte, wenn man schon sagt, okay, das Spiel ist schon zu einfach für mich, dann kann man das auch so machen, dass man wirklich eine Kette bilden muss, ja, also man darf dann nicht sagen, ich will zuerst das machen, dann will ich das, sondern man muss es schon so hinlegen, wie man das haben möchte, ja, und dann wirklich der Reihe nach durchspielt, ja, also ich darf dann nicht sagen, okay, ich mache zuerst das oder ich mache zuerst das, sondern wirklich der Reihe nach durchspielen. Auch wenn man die Karte bekommt, muss man sie sofort irgendwo hinlegen. Ja? Oder man kann es noch schwieriger spielen, wenn man die Karte bekommt, muss man sie daherlegen. Also da gibt es verschiedene Regeln, die man dann beachten muss. Und somit habe ich für euch das Spiel erklärt. Ja, das war die Übersicht zu Furnace. Ein sehr klares und einfaches Spielchen eigentlich, wenn man weiß, worum es geht. Aber bevor wir uns das Spiel anschauen, zum Äußeren. Ich mag's. Ich muss sagen, es ist so ein bisschen was anderes. Erinnert mich an Ten Garden und so, also diese Mitte, wo das, oder Tokaido, wo in Mitte ein Bild ist und dann umherum weiß. Also das mag ich. Die Karten sind auch schön, das Material ist okay. Ich würde mir eher Münzen wünschen, ja, also so Metallmünzen, aber das bin ich. Also die Münzen, also die Kartonmünzen sind gut. Mhm. Das Material ist gut, also man kann da nichts lernen. Ja, also das Cover finde ich sehr, sehr schön, das verspricht sehr, sehr viel. Das Spiel selbst ist für mich eher Standard, nicht hässlich, aber man muss halt diesen Industrieschick mögen, also diese Fabriken, diese Hochbauten etc., das muss man halt mögen. Ich bin da jetzt nicht so ein super duper großer Fan davon, aber ich kann es wertschätzen, es ist schön illustriert, die Komponenten sind alle hochwertig, meiner Meinung nach. Das Papiergeld stört mich nicht. Wir hatten vor nicht allzu langer Zeit noch Zeiten, wo wir Papiergeld hatten und man war glücklich, ja, wenn man Kartongeld bekam. Und jetzt ist selbst das nicht genug drin. Ja. Ne? Ja. Was ist das Nächste? Wollen wir dann echtes Geld drin haben? Genau, wieso nicht? Das wäre mal was, ja. Kickstarter-Edition. Genau, aber ich muss auch sagen, diese Holzteile sind auch schön. Also eben. Die sehen aus wie Fässer und so weiter und so fort. Also nicht ganz, aber sie ähneln ihnen sehr und ja, muss ich sagen, sie haben sich da Mühe gemacht. Genau, also wie gesagt, die Komponenten empfinde ich eigentlich schon als hochwertig und auch durchaus stimmig am Tisch. Zum Spiel selbst, wir haben es ja eingangs, oder ich habe es eingangs erwähnt, es gibt zwei große Parts. Ich würde sagen, wir machen es heute ein bisschen strukturell. Machen wir zuerst eine Auktion. Genau. Prinzipiell, ich bin nicht der größte Auktionsfan. Ich auch nicht. Wenn ich eine Top 10 von Auktionsspielen machen müsste, könnte ich das vermutlich nicht. Mm,
Aber. Ja, viele fünf, Top 5. Vielleicht, ja. Wenn es hochkommt. Mhm. Aber. Hier gefällt es mir. Ja, ich mag das auch, weil erstens haben wir diese Jetons 4 bis 1 und man muss wirklich schauen, dass man nirgends den zweiten hat und dass nirgends ein Vierer ist, wenn ich ein Vierer hin. Also die Regeln sind da klar und ja. Deutlich, so und so, das darfst du nicht. Und dann schau mal, will ich das, will ich das. Und ich muss sagen, dass ich habe noch nie eine Auktion gehabt, wo ich verlieren möchte. Mhm. Ja, also das ist dieses, man kriegt diese Kompensation. Genau. Und das finde ich, das ist so clever gemacht. Mhm. Das haben sie wirklich clever gemacht, weil man will manchmal nicht die Auktion gewinnen, dafür will man aber dafür kriegt man ja diese Dinge, ne, ja. Was sie produzieren. Das ist wirklich einer der besten Kniffe an dem Spiel eigentlich schon, weil, wie du selber sagst, normalerweise hast du eine Auktion und wenn du gewinnst, gewinnst du und alle anderen steigen aus. Hier ist es so, hier will ich manchmal wirklich aktiv verlieren. Ich biete sogar wenig, um einfach sicher zu gehen, dass ich verliere. Oder, und das ist das Schöne, normalerweise, wenn du dich mit jemandem matcht bei Auktionsspielen, dann, und du bist der zweitmeistbietende, dann ärgerst du dich am meisten, weil du wolltest offensichtlich gewinnen, aber bist der Erste, der verloren hat. Hier kriege ich aber das meiste an Ressourcen dann raus. Genau. Es ist nicht nur eine Kompensation, dass man sagt, okay, ich habe verloren, also kriege ich einmal die Ressourcen, sondern ich habe mit einer Dreier verloren, also kriege ich das dreimal. Ja. Und das ist dann schon auch Teil der Strategie, die man dann später braucht, weil ich habe meine Auslage, ich weiß, was für Ressourcen ich selber produzieren kann, ich weiß, welche Ressourcen ich brauche, wo hole ich mir die Ressourcen? Mhm. Dann kriege ich Kohle, ich brauche aber 3 Kohle. Naja, dann biete ich mit dem Dreier und hoffe, dass einer mit dem Vierer hinkommt. Oder ich warte noch, bis jemand anderer vielleicht einen Vierer hinsetzt, dann kann ich ihn unterbieten. Ja, man sieht nämlich auch, welche Jetons noch bei sich hat. Also das ist schon sehr gut gemacht. Ja, also das ist auf alle Fälle eine sehr lustige und stimmige Sache. Mhm. Was ich auch noch dazu sagen möchte, ist, dass manchmal sogar die Karten schon Ketten bilden. Ja? Ja. Also das kann ja sein, dass ich, wenn ich da 3 Kohle bekomme, da die Kohle fürs Fässer ausgeben kann. Ja? Also das ist schon sehr gut gemacht. Sie haben sich schon so gut Gedanken gemacht. Ja, der zweite Part ist eher, sage ich mal, kennt man. Das heißt, man hat seine Auslage, man hat Karten, die verschiedene Effekte haben, die man von oben nach unten abhandelt. Meistens kriegt man Ressourcen oder wandelt Ressourcen um in andere Ressourcen und eben ultimativ will man sich dann Punkte holen. Mhm. Auch spannend, hier ist zu bedenken, welche Variante man spielt. Ne? Natürlich. Ob man das jetzt als Familie macht oder als Kenner, weil je nachdem gibt es dann andere Regeln, wie man die triggern darf, wie man sie anlegen darf. Und da muss ich sagen, bin ich eher irgendwo in der Mitte anzusiedeln. Mm, ja. Ja. Also sprich, dass ich das schon, wie soll ich sagen, von links nach rechts aktivieren muss, aber dass ich die Karten so hinlegen darf, wie ich möchte. Genau. Ja. Genau, das Zwischending will ich auch haben, dass ich einfach entscheiden kann, okay, jetzt würde die aber da reinpassen und ich will sie nicht ganz am Ende haben, sondern sie dazwischen legen, das ist schon gut. Hm. Und was auch gut ist, die Ketten fühlen sich gut an. Ja. Ja? Also man schaut sich dann wirklich an, schau, und man dreht die Karten kriegt und tauscht und tauscht. Was aber ist, es ist sehr solitär. Ja? Hm. Also wenn man dann diese Ketten auslöst, spielt man für sich selbst. Manchmal kann man auch nicht nachvollziehen, was der andere gemacht hat. Ja. Was aber auch wieder klar ist, weil sonst würde das Spiel viel, viel zu lange dauern, wenn man jeden Einzelnen abhandeln müsste. Ja? Ja. Das ist schon sehr schön. Es ist irgendwie ein zweischneidiges Schwert, da hast du schon recht. Weil eines der Stärken von dem Spiel ist, dass es eigentlich sehr, sehr schnell geht. Und wenn jeder weiß, was man tun muss, ist es noch viel, viel schneller, als hier auf der Verpackung steht. 60 Minuten, wie langsam kann man spielen? Wenn man weiß, wie es geht, dann geht es viel schneller. Meiner Meinung nach in 20 Minuten, danke, erledigt. Ja. Aber im Umkehrschluss fühlt es sich halt eben wirklich so an, dass man sagt, okay, gut, ich mache halt mein Ding und man muss halt seinen Leuten vertrauen. Ich meine, das muss man eh immer. Aber wie oft kann es dann sein, dass eine Person dann da ist und sagt, okay, jetzt fehlt mir ein Fass, aber... Ja, deine Shot so, komm. Ist ja wurscht, da habe ich mich halt verzählt. Ja. Ich meine, ich will das niemandem unterstellen oder so. Und das ist nur ein Spiel. Aber da hat man dieses Gefühl. Im Umkehrschluss, wenn man sagt, wir machen das nach der Reihe, kann auch spannend sein, weil da sehe ich jemanden zu, aber so spannend ist es dann auch nicht, weil das interessiert mich eigentlich nicht, weil das betrifft mich auch nicht. Genau. Ich schaue mal dann nur zu, um ihn zu kontrollieren. Und dafür dauert das Spiel dann viermal so lang. Genau. Brauche ich auch nicht. Genau. Was ich auch nicht sehe, was
Also ich habe es immer versucht zu schauen, was die anderen haben und was sie vielleicht haben möchten, ja. Und dann bei dieser Auktion irgendwas mitzumachen. Das ist aber unwichtig, weil die Karten sehr ähnlich sind. Also diese Fähigkeiten von den Karten sehr ähnlich sind. Und man schaut eh, wo Punkte draufstehen, ist natürlich, dass jeder dort diese Karte haben möchte. Ja. Alles andere ist irgendwie, ja, es kommt eh dann irgendwelche Karte mit der Fähigkeit. Vor allem, wenn man mit der Einsteiger, mit der Familienvariante spielt, wo man eh im Prinzip aktivieren kann, was man möchte, wann man möchte und die Karten legen kann, wie man möchte, da kannst du eigentlich nichts verhindern. Ja. Bei der ganz restriktiven Version, wo du wirklich sagst, okay, ich muss das von links nach rechts aktivieren und ich muss immer links die Karten anlegen, da kann ich dann schon eventuell jemanden einen Strich durch die Rechnung machen, wenn ich dann sehe, okay, er bräuchte jetzt diese Karte zum Triggern, dann nehme ich ihn weg. Aber wie, genau, du sagst, es liegen genug Karten aus und irgendeine Karte wird ihm dann schon irgendwie helfen. Genau, weil sie sehr ähnlich sind. Und wenn sie ist, dann nimmt er sich halt zwei Karten, die dann sich gegenseitig triggern und dann hat er letzten Endes eh auch wieder das, was er braucht. Eben. Also jemanden da etwas zu verhindern ist schwierig, außer man merkt, okay, die Maria geht jetzt total auf Ölfässer, ich verhindere ihr das. Ja. Aber selbst das geht nicht immer. Nein, das geht nicht immer. Und dann, wenn die Engine eh läuft, dann ist es schon wurscht, weil ich dann so viel mit diesen Fässern, also das wollte ich auch ansprechen, diese Fässer sind manchmal so mächtig, ja, weil du brauchst nur ein Fass, sonst kriegst du 7 Punkte und so, ja, weiter und so fort. Also das war schon, wo ich mir gedacht habe, na, weiß ich nicht, ob ich die Fässer so mag, aber natürlich gehen wir dann auf die Fässer, ja, weil sie ja einen viele Punkte bieten. Ich denke, von den Ressourcen gibt es eben Ressourcen, die sind eher basic und dann gibt es eben die Fässer, die sind eher die besseren Ressourcen. Man kann aber auch mit den Basic-Ressourcen sehr viel schaffen. Also wenn alle auf Fässer gehen, dann wird es halt schwierig. Mhm. Es gibt eben auch genug aber Karten, die sagen, hey, gib 3 oder 4 Kohle ab, um 4 Punkte zu bekommen. Ja. Und das mache vielleicht 4-mal. Wenn ich dann meine Kohle-Engine aufbaue, kann ich damit auch wirklich was erreichen. Ja. Also die Fässer sind gut, die Fässer sind wichtig, aber ist nicht unbedingt Pflicht. Nein, aber man fühlt, also wenn man das erste Mal spielt, dann denkt man sich, die sind schon sehr mächtig. Mhm. Also so vom Gefühl her kommen sie einen so mächtig. Natürlich sind sie nicht mächtig, weil, ja, wenn, wie du gesagt hast, wenn ich mir die Engine so aufbaue, dass es schön aufeinander greift und ich dann da ein bisschen Punkte abgreife und da von dem und da von dem, dann habe ich auf einmal so einen Haufen von, ja, Punkten. Und nicht nur durch die Fässer. Aber es fühlt sich, beim Spielen fühlen sie sich sehr stark. Ist ja richtig, ja. Das schon. Was mir noch sehr gut gefällt, und darüber haben wir noch nicht geredet, das können wir jetzt noch zum Abschluss machen, was es auch von zum Beispiel von einem Splendor, was irgendwo auch ein Engine-Builder ist, unterscheidet, hier sind nicht alle Spieler komplett gleich. Ja. Das ist bei einer Engine manchmal recht gut, dass man sagt, okay, wir beginnen alle gleich und irgendwann mal sind wir alle anders. Nee, hier hat jeder einen speziellen Charakter mit einer speziellen Fähigkeit. Das mag ich immer an Spielen und vor allem, wenn man dann sich denkt, wow, das ist overpowered, was in dem Spiel eigentlich eh nicht der Fall ist. Aber es ist einfach spaßig dann mit dieser speziellen Aktion, die nur ich machen kann, damit zu spielen. Ja. Das bringt ein bisschen mehr Abwechslung rein. Ja, und die Startkarten sind, also die Startfabriken sind auch ein bisschen anders. Ja. Also sie bringen jedem ein bisschen andere Ressourcen. Sonst die Fähigkeiten sind fast gleich, nur die Ressourcen oben sind ein bisschen anders. Also ja, man startet ein bisschen anders, das mag ich auch. Ja. Was ich sagen muss, mir fehlt trotzdem irgendwie ein bisschen was. Ich weiß, dass es da eine Erweiterung gibt, ja. Ich möchte es mir kaufen, um zu sehen, ob das wirklich den Pep ins Spiel bringt. Also ein bisschen fehlt mir. Irgendwas, wo ich dann denke, ja. Also ich kann da ein bisschen spoilern. Die Erweiterung bringt zum Beispiel Universitäten ins Spiel. Das sind eigene neue Karten, wo man dann wieder andere Engines machen kann. Ist ganz interessant. Oder halt auch Karten, die andere Karten kopieren können und so. Es kommt ein bisschen mehr. Aber, und das ist der Punkt, ich habe das Gefühl, wir haben das jetzt oft genug gespielt und ich habe das Gefühl, ich habe schon wirklich alles gesehen und man hat hier auch jetzt nicht so viel Varianz. Ich habe zwar vorhin erwähnt, okay, ich muss nicht Öl machen, sondern ich kann auch Kohle, aber am Ende des Tages kommt es aufs selbe. Ja. Ich nehme mir die 2, 3 Karten, eine Karte, 2 Karten in der ersten Runde, dann habe ich schon mal meine Engine im Fundament aufgebaut und darauf baue ich auf und das ist in jedem Spiel gleich. Da gibt es nicht viel Varianz und auch die einzelnen Charaktere, wenn die unterschiedlich sind, ja, ist schön, dass ich eine weitere Disc habe, die ich nutzen kann oder es ist schön, wenn ich irgendwas... das ändert nicht zu viel. Also ich habe schon das Gefühl, dass das Spiel Spaß macht. Ich habe schon das Gefühl, dass es auch okay ist.
aber dass es auch sehr, sehr schnell sehr langweilig werden kann. Ja, das wollte ich auch sagen. Man hat irgendwann ein Gefühl, ich habe alles schon gesehen und alle Karten kenne ich, weil sie eben sehr ähnliche Fähigkeiten haben. Ja. Dann schaue ich, was für mich vielleicht passen würde und dann nehme ich es mal halt. Aber das, oh ja, die Karte will ich unbedingt haben, das gibt's nicht. Und das ist dieser Pep, was mir dann fehlt. Ja. Dieses, oh, ich will sie aber haben, ich muss unbedingt für sie auktionieren, ich muss sie bekommen. Ja. Sondern du bekommst sie nicht und dann denkst du, oh ja, es kommt eher eine ähnliche... Ja. Eben, ja, also insofern, ich hatte Spaß und ich würde es auch jederzeit wieder spielen. Das macht mir auch in Zukunft sicher Spaß. Aber für mich ist es jetzt nichts, was mich total geflasht oder gecatcht hat, wie du sagst. Eine Sache, ich habe anfangs eigentlich mir gedacht, das ist ein super Filler. Jetzt steht da 30 bis 60 Minuten, was eigentlich für einen Filler fast schon zu lange ist. Jetzt habe ich auch gesagt, wenn man weiß, was man tut, geht es schneller. Das ist irgendwie eine komische Geschichte irgendwo. zum Beispiel bei mir, ein Filler sollte immer relativ knackig und kurz sein. Ein Splendor zum Beispiel ist für mich kein Filler, weil immer wenn ich Splendor spiele, dauert das Spiel gefühlt ewig. Hier sehe ich das Problem nicht so. Andererseits... trotzdem irgendwie... Ja, schau, was bei mir passt, ein Fehler, Fragezeichen. Ist es wirklich ein Fehler? Aber es fühlt sich auch so an. Ja. Also wirklich, wenn man das schon spielen kann und gespielt hat, mehrmals so wie wir, dann hast du geheißen, na komm, spiel mal Furnace, komm, ding, fertig, wir haben es gespielt. Ja. Es ist auch jetzt so ein Regelwerk, ähnlich wie ein Splendor und so weiter, auch super schnell erklärt. Also gerade bei Kennern, die sowieso schon viele Spiele kennen, denen kann man das eigentlich relativ schnell erklären und dann ist es auch relativ schnell gespielt und mit dieser Basisvariante, sage ich mal, ist es auch jetzt nicht so verkopft. Nein, gar nicht. Und dann spielt man es schön runter, es sind 4 Runden. Das geht super schnell. Also so gesehen, ja, es macht sehr viel richtig, ist aber nicht der neue heilige Gral. Nein. Das muss man auch sagen. Also von meiner Seite aus, ich kann sagen, nur mal, um das abzuschließen, ja, gefällt mir, macht Spaß, ist lustig. Die Erweiterung schaue ich mir auch auf alle Fälle an, weil die kann natürlich noch ein bisschen mehr Pep reinbringen. Ja. Und was ich so gehört habe, kann das schon so sein. Aber ich sehe auch mich das nicht wieder und wieder und wieder widerspielen. Dazu fehlt mir einfach ein bisschen Varianz und Substanz. Ja, da hast du recht, bin vollkommen d'accord. Brauche ich nichts mehr sagen, du hast das genau gesagt. Ich finde, das wäre ein Fehler, ist aber ein bisschen mehr. Es fehlt diese Pep bei mir, wo ich sagen würde, ah ja, Furnace, komm, spiel mal's. Sondern wenn man mir sagt, komm, möchtest du Furnace spielen, sage ich, ja, ich erkläre es auch gerne, komm, das ist schnell, zack, zack, erklärt, komm, spiel mal. Ja. Also. Ja, da habt ihr es gehört, Furnace, unsere Meinung dazu. Wie ist eure Meinung, wenn ihr das Spiel kennt und schon mal gespielt habt? Ihr werdet sicher eine Meinung haben, die würden wir gerne lesen, unten in den Kommentaren, auch für die anderen, damit die eine zweite, dritte, vierte, fünfte Meinung bekommen. Wo sind für euch die Stärken, für euch die Schwächen? Wo könnt ihr auch d'accord gehen, wie man heutzutage anscheinend sagt? Und dann ist alles gut, ne? Ja, aber ich habe gekupfert. Abgekupfert, auch noch. Ja. Na dann, bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Gatto!